Wenn sich das Anlassen eures Zweirades auch so anhört und ihr schon hört, dass da irgendwie keine richtige Power mehr drin ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Batterie nicht mehr ihre volle Leistung hat. Und damit herzlich willkommen bei den Luis Schrauber Tipps. Solch eine Batterie muss man nicht leicht durch eine neue ersetzen, wenn sie mal ein bisschen schwach auf der Brust ist. Man kann durchaus versuchen, diese Batterie auch nochmal zu retten. Es gibt verschiedene Batterietypen. Die drei häufigsten wollen wir euch jetzt vorstellen. Als erstes die Standardsäurebatterie. Diese sind gerade in älteren Motorrädern am häufigsten verbaut. Man erkennt sie daran, dass sie durchsichtig sind, oben diese 6 Kammern zur Wartung und Nachbefüllung haben und an der Seite ein solches Entlüftungsventil ist. Auf der anderen Seite sind da die Mikrofleece- und Gelbatterien. Und die erkennt man daran, dass sie komplett verschlossen sind. Hier findet man in der Regel keine Kammern, die sich für spätere Wartungen eignen würden. Und diese haben an der Seite auch keine Entlüftungsventile. Da kann und darf man nichts nachfüllen. Mikrofleece- und Gelbatterien zeichnen sich einerseits durch ihre lange Lebensdauer und andererseits durch ihre hohe Startleistung aus. Das bedeutet, man kann den Startknopf ruhig mal ein bisschen länger gedrückt lassen, wenn es sein muss. Mikrofleece- und Gelbatterien lassen sich zwar nicht neu befüllen, aber mit einem geeigneten Ladegerät kann man diese wieder fit machen. In diesem Beitrag kümmern wir uns allerdings um die Standardsäurebatterie. Und auch bei solchen Batterien könnt ihr was tun, um sie eventuell mal zu retten. Zur reinen Batteriewartung ist es gut, jede Batterie mal auszubauen, zu reinigen, neu zu laden und wieder einzubauen. Nur bei den Standardsäurebatterien könnt ihr zusätzlich noch die Batterie auf Beschädigung oder Kurzschlüsse überprüfen, den Säurestand überprüfen und sie eventuell mit destilliertem Wasser nachbefüllen. Das kann manchmal Wunder wirken und eure Batterie durch die ganze Saison retten. Aber wie gesagt, das geht nur mit Standardsäurebatterien. Und wie das im Einzelnen geht, das zeigen wir euch jetzt. Zuerst mal sehe ich in meiner Betriebsanleitung nach, welche Art von Batterie ich überhaupt habe, wo sich bei meinem Motorrad die Batterie genau befindet und wie ich daran komme. Bei den meisten Motorrädern sitzt die Batterie unter der Sitzbank. Es gibt allerdings auch Modelle, wo die Batterie entweder unterm Tank oder unter der Seitenverkleidung sitzt. Bei diesem Modell ist sie unter der Sitzbank verbaut und wird mit einer Gummispange in der Halterung gehalten. Und Plus- und Minuskabel sind mit Schrauben befestigt, die man sowohl mit einem Schraubendreher als auch mit einem Schlüssel lösen kann. Vor dem Ausbau der Batterie prüfe ich, ob die Zündung aus ist, damit die Bordelektronik von der Batterie getrennt ist. Egal mit welchem Werkzeug ihr daran geht, ihr müsst immer zuerst den Minuspol von der Batterie lösen. Denn die meisten Werkzeuge sind ja aus Metall. Und wenn man zuerst den Pluspol lösen würde, dann könnte es sein, dass man aus Versehen mit dem Metallwerkzeug an den Rahmen kommt und so einen Kurzschluss zwischen Pluspol und Metallrahmen fabriziert. Davon kann nicht nur die Batterie kaputt gehen, sondern die ganze Bordelektronik kann Schaden nehmen. Also wie gesagt, immer erst den Minuspol lösen. Der Minuspol einer Batterie ist gekennzeichnet mit einem Minuszeichen und der Pluspol durch ein Pluszeichen. Hier noch ein kleiner Tipp. Gerade bei älteren Fahrzeugen kann man manchmal nicht mehr erkennen, ob es das Plus- oder Minuskabel ist, wenn die Batterie einmal ausgebaut ist. Und wenn ihr meint, das könnte auch bei euch der Fall sein, dann solltet ihr nach dem Ausbau der Batterie einen der Pole deutlich mit etwas Klebeband markieren. Zum Ausbau der Batterie löse ich das Haltegummi und danach die beiden Batteriepole. Erst Minus, dann Plus. Und kann dann die Batterie aus ihrer Halterung nehmen. Dabei muss ich bei diesen Säurebatterien auch immer auf diesen kleinen Schlauch achten, weil er über ein Ventil die Ausdünstung der Batterie ableitet. Daher dürfen diese Schläuche auch nicht geknickt oder verstopft sein. Und wie eben schon erwähnt, haben Gel- und Mikrofleece-Batterien einen solchen Schlauch nicht, weil das ein in sich geschlossenes System ist. Da wir es hier mit Säure zu tun haben, müssen wir Folgendes beachten. Säure brennt Löcher in die Klamotten und ätzt den Lack an. Und wenn ihr mal Säure auf die Haut oder in die Augen bekommt, mit viel Wasser ausspülen und ab zum Arzt. Diese Batterie ist zwar nicht sonderlich verdreckt, aber trotzdem machen wir sie erstmal sauber. Dazu nehme ich eine solche Mehrzweckwanne, unseren Motorradreiniger
Damit sprühe ich die Batterie ein und mache alles mit einem Pinsel sauber. Keine Angst, Batterien sind nicht nur säurefest, sondern auch wasserdicht. Daher kann da nichts eindringen. Danach spüle ich alles gründlich mit Wasser ab. Wenn man die Batterie so betrachtet, darf sie keine Risse oder Brüche haben. Und sie darf nicht so aussehen. Solltet ihr von außen solche sichtbaren Innenschäden sehen, so handelt es sich wahrscheinlich um Alterungs- oder Frostschäden. Dann ist diese Batterie technisch tot und nicht mehr zu retten. Wenn an den Batteriepolen allerdings nur sowas zu sehen ist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Denn das ist nur ein sogenannter Säurepilz. So ein Säurepilz kann man ganz einfach mit einer Messingbürste entfernen. Man nimmt eine Messingbürste, weil der Anschluss aus Blei ist und das Gehäuse aus Kunststoff, um es nicht zu beschädigen. Würde man hier eine grobe Drahtbürste nehmen, so würde man sehr wahrscheinlich die Bauteile eher beschädigen. Da ist eine Messingbürste einfach weicher. Wir haben die Standardsäurebatterie sauber gemacht und prüfen jetzt den Säurestand. Damit die Batterie optimal funktionieren kann, müsste eigentlich mindestens so viel drin sein und es dürfte maximal so viel drin sein. Und um zu sehen, wie viel Säure nun wirklich in der Batterie ist, kippt man die Batterie einfach ein bisschen hin und her. Und wie man sehen kann, ist der Säurespiegel weit unter der gewünschten Marke. Das ist viel zu wenig und darum müssen wir hier nachregulieren. Im Einzelnen brauchen wir dafür einen Lappen, am besten eine Spitzzange, dann einen kleinen Trichter oder eine solche Einfüllhilfe. Wir brauchen destilliertes Wasser und eine solche Schutzbrille für die Augen. Warum sollte man destilliertes Wasser verwenden und kein Leitungswasser nehmen? Das hat was mit der Reinheit des destillierten Wassers zu tun. In normalem Leitungswasser befinden sich unter anderem Stoffe, wie zum Beispiel bestimmte Mineralien, die der Batterie schaden könnten. Und bei destilliertem Wasser sind diese Stoffe durch Destillieren rausgefiltert. Ich fülle zuerst das destillierte Wasser in die Einfüllhilfe. Dann lege ich einen Lappen unter die Batterie. Und entnehme mit der Spitzhange die Verschlussstopfen. Diese sind bei dieser Batterie nicht geschraubt, sondern gesteckt. Und nun befülle ich langsam und gleichmäßig die einzelnen Batteriezellen bis zur maximalen Markierung. Wenn ich alle Zellen der Batterie bis zur Maximalmarke befüllt habe, warte ich einen kleinen Augenblick, überprüfe nochmal den Stand und wenn sich nichts verändert hat, verschließe ich die Batterie. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Verschlussstopfen wie bei uns entfernt wurde. Ansonsten könnte die Batterie beim Laden explodieren. Danach schließe ich die Batterie zum Laden an ein extra Motorradladegerät an. In diesem Fall ist das der ProCharger, der speziell für Motorradbatterien entwickelt wurde. Der ProCharger ist sowohl Ladegerät als auch Batterieprüfgerät. Und er eignet sich auch hervorragend, um eine Batterie über den Winter fit zu halten. Alle Informationen dazu findet ihr in unserem Online-Shop. Und denkt bitte daran, wenn ihr eure Batterie ladet, immer nur ein Ladegerät verwenden, was auch für Motorradbatterien geeignet ist. Denn ein normales Autoladegerät könnte unter Umständen zu viel Power für so eine Motorradbatterie haben und die Batterie beschädigen. Das kann euch mit unserem ProCharger nicht passieren. Nach dem Laden der Batterie muss ich darauf achten, dass ich die Batterie richtig rum in die Halterung einsetze. Also die Batterie richtig rum einsetzen. Nicht vergessen, auch sofort den Schlauch wieder drauf zu stecken, der die Ausdünstung der Batterie ableitet. Dann das Haltegummi drum spannen und nun auch die Batteriepole wieder anschrauben. Genau umgekehrt wie bei der Demontage. Also zuerst den Pluspol befestigen, dann den Minuspol.
Und zum Schluss kommt auf die Pole noch etwas Polfett, damit die Pole nicht wieder oxidieren. Polfett leitet nicht, also nur obendrauf schmieren, nicht zwischen die Verbindungen. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr alles getan für die Batterie, was ihr tun könnt, um sie zu pflegen und zu warten. Alles, was ihr für diese Aktion braucht, bekommt ihr natürlich bei uns in den Luis Motorrad Shops. Und sollte das alles nichts gebracht haben und ihr braucht wirklich eine neue Batterie, dann haben wir auf www.luis.de eine Bike-Datenbank für euch, in der ihr nicht nur die passende Batterie findet, sondern auch sonst alles, was ihr für euer Motorrad braucht. Unsere Schraubertipps gibt es auch zum Ausdrucken und Nachlesen unter luis.de. Bis zum nächsten Mal, fahrt vorsichtig und tschüss.